Da sind wir wieder. Liebe Perspective Community, herzlich willkommen zum nächsten Perspective Talk. Wir sind wieder live. Heute zu Gast ist der liebe Julian. Er ist Social Media Manager bei der Matzak Medienagentur und hat zusammen mit seinem Team die Prisum-Methode entwickelt, also Print und Social, um Printanzeigen wieder profitabel zu machen. Und ja, genau deswegen wird es heute auch eher so spannend dabei zu sein, denn Julian nutzt seine Recruiting-Funnels neben Social Media eben auch in Printanzeigen und versorgt Kunden mit neuen Mitarbeitern, indem er Social Media Ads mit Anzeigen in Tageszeitungen und so Anzeigenblättern kombiniert. Und mit dieser sogenannten Priso-Methode hat Julian für einen Kunden zum Beispiel schon 26 Neuanstellungen erreicht und das bei, ich glaube, 200 Bewerbungen innerhalb von 6 Wochen mit 2.500 Euro Adspend. Da hören wir sicherlich gleich noch mehr drüber. Ihr Lieben, Julian hat uns heute einige spannende Einblicke mitgebracht. Er wird uns die Priso-Methode vorstellen, wie diese Methode auch entstanden ist, wird uns auch exklusive Einblicke in Anzeigen, Creatives und so weiter geben und uns sein größtes Learning mitteilen, warum ein Funnel wirklich einen echten Dialog abbilden muss, damit er gut funktioniert. Ich will euch nochmal dazu ermutigen, auch ganz viele Fragen im Chat zu stellen. Also immer rein damit. Wir sehen das dann hier und können eure Fragen direkt mit beantworten. Also, ja, Julian, herzlich willkommen zum Perspective Talk. Ich bin schön, ja, danke. Danke für die Einladung. Ich freue mich drauf. Top. Julian, wir hatten hier im Talk ja schon einige coole Gäste, die zum Thema Social Recruiting ihre Insights geteilt haben. Und du kommst jetzt hier mit einer ganz anderen neuen Methode um die Ecke, die auch für uns total neu war. Wir waren sehr gespannt, als wir von dir dazu gehört haben. Ist ja auch vielen noch gar nicht so geläufig. Ich meine, ihr seid die Erfinder davon, würde ich mal sagen. Bevor wir also zu dieser ganzen Thematik mit Priso kommen, einmal vielleicht zum Intro eine Frage an dich. Wie seid ihr bei Matzak in der Medienagentur eigentlich darauf gekommen, überhaupt Social Recruiting zu betreiben? Ja, genau. Also wir haben so ungefähr vor einem halben Jahr das erste Mal eine Anfrage vom Handwerksunternehmen erhalten, die gesagt haben, wir möchten hier einen Allrounder suchen für unsere Firma, aber irgendwie klappt alles nicht. Also wir haben Zeitungsanzeigen probiert, hier die ganzen Online-Stellenportale abgeklappert, hat alles nicht so ganz funktioniert und haben uns dann gefragt, ja, habt ihr vielleicht noch eine Idee? Und ich wusste aus meiner Vergangenheit, dass das bei Social ganz gut funktioniert, gerade mit Perspective auch, haben das dann angeboten und dann innerhalb der ersten 30 Tage da auch 30 Bewerbungen generiert. Das ist eine Hausnummer. Genau, auch 2 Einstellungen im ersten Monat. Und dann ist es ja so, dass bei Matzak, also die Medienagentur an sich, gehört zu der Matzak Mediengruppe, bei denen 17 Tageszeitungen da insgesamt vorhanden sind in ganz Deutschland. Und dann haben wir uns so ein bisschen einfach gefragt, ja, was könnten wir eigentlich noch machen? Weil viele buchen ja irgendwie doch noch Zeitungsanzeigen, auch wenn es vielleicht nicht so gut funktioniert wie früher. Und sagen dann ja, Hauptsache, ich habe was gemacht, weil sie Social noch gar nicht kennen und Social Recruiting auch noch gar nicht gehört haben und noch nicht wussten, was das ist. Und so haben wir uns dann angefangen, darüber nach Gedanken zu machen, ja, vielleicht gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das Ganze zu kombinieren. Das heißt, diese Zeitungsanzeigen mit dem Funnel zu kombinieren. Spannend. So waren die ersten Gedanken dazu. Das heißt, kannst du nochmal genau erklären, was Priso jetzt eigentlich ist und vielleicht auch, wo der Gedanke herkam? Ja, genau. Also wir haben uns gefragt, sind Printanzeigen wirklich tot? Weil man häufig sieht, wenn jemand für Social Recruiting Werbung macht, dann wird halt häufig erzählt, ja, Print funktioniert nicht mehr, Online-Stellenportale funktioniert nicht mehr. Und wir haben uns halt überlegt, wir haben ja die Möglichkeit, mit 17 Tageszeitungen irgendwie was zu machen in ganz Deutschland. Ja, ihr hattet können die Quelle vielleicht natürlich. Ein bisschen, ja. Genau, also wir können ein bisschen günstiger die Sachen einfach anbieten, weil wir halt die Tochter von der Matzak Mediengruppe sind. Haben wir uns gedacht, kann man das nicht vielleicht irgendwie ein bisschen revolutionieren, das Ganze neuer machen und vielleicht den Zeitgeist anpassen? Und haben dann überlegt, eigentlich müsste das doch gehen mit einem QR-Code, weil im Endeffekt brauchen wir ja nur die Aufmerksamkeit, was Social Media ja auch macht. Ne? Also im ersten Schritt holst du dir ja die Aufmerksamkeit und holst sie dann in den Funnel rein, hier, wie jetzt mit Perspective. Und genau, da haben wir einfach gedacht, es gibt ja auch Leute, die nicht auf Social Media angemeldet sind. Natürlich, sondern die vielleicht sagen, es mir irgendwie entspricht nicht meinen Vorstellungen. Und die lesen vielleicht aber Zeitungen. Und dann haben wir gedacht, ja, eigentlich müsste das doch genauso gut vielleicht mit dem QR-Code gehen. Das heißt, wir können ja bei Zeitungen jetzt nicht genau messen, wie bei Social Media, wer hat die Anzeige gesehen oder wie viele haben die gesehen, wie viele haben draufgeklickt. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das ganze System denn messbar machen und haben dann gesagt, vielleicht können wir einfach mal ausprobieren, in einer Stellenanzeige in der Zeitung einen QR-Code einzubauen. Ja. Und da gibt es ja die Möglichkeit, mit Perspective da einen UTM-Parameter einzubauen. Das heißt, zu sehen, wo kommt denn mein
Besucher auf der Webseite eigentlich her? Und das war für uns dann natürlich der Schritt, quasi dann das Ganze auch wirklich in die Umsetzung zu bringen. Ja, spannend. Spannend, natürlich auch. Tracking gehört natürlich auch dazu. Da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, wie ihr das dann voneinander differenziert. Ich meine, ist ja auch allseits bekannt eigentlich, dass Print tot ist. Und auch ich als Online-Marketerin bin natürlich eigentlich weniger daran interessiert, Print zu nutzen. Darum fand ich das einfach so klasse, dass ihr das einfach mal gemacht habt. Oder diese Idee musstet ihr auch erstmal haben. Und habt dann natürlich auch relativ schnell damit Erfolge gesehen. Da hattest du mir auch im Vorfeld an unseren Call eben von diesem, das habe ich auch eben schon im Intro erwähnt, von diesem einen Kunden berichtet, wo ihr sagt, ihr habt 2,5K Media Spend gehabt, innerhalb von 6 Wochen umgesetzt, 26 Neueinstellungen erreicht, bei 200 Bewerbungen insgesamt, das ist ja echt eine krasse Hausnummer. Ist das dann ein normales Ergebnis auch für euch mit den Ja, das, was ich Piso-Funnels? da mitgebracht habe, das war auch einer unserer ersten Versuche. Das würde ich dann später auch nochmal zeigen. Genau, da haben wir halt diese 2,5 war Adspend auf Social Media. Da kam dann nochmal ein kleiner Teil dazu für die Printanzeigen. Das war dann aber nicht ganz so viel. Und wir wussten ja gar nicht, ob es überhaupt funktioniert, ob sich jemand da über die Printanzeigen quasi meldet. Und ja, genau, das habe ich heute mitgebracht. Und dann vielleicht will ich gar nicht vorwegnehmen, wie viel sich dann, also was ja am Schwanzen ist, ist vielleicht, wie viel von diesen 200 Leads sind denn im Endeffekt von Print gekommen und wie Ja. viel von Social Media und wie viel sind dann davon eingestellt worden. Das nehme ich jetzt vielleicht noch nicht vorweg, das können wir ja gleich dann nochmal gucken. Aber genau, das sind Eindrücke. die spannenden Themen. Ja, genau, das war für einen Kunden jetzt, für ein Druckzentrum, die haben Produktionshelfer gesucht, also auch Allrounder, Quereinsteiger. Das heißt, man brauchte da jetzt nicht großartig Vorerfahrungen. Das haben wir 3 Monate gemacht, also Priso-Methode. Das heißt, 3 Monate, ein paar Mal im Monat eine Anzeige in der Tageszeitung hier rund um Hannover und dann halt auch auf Social. Und genau, das ganze 3 Monate, da kamen so um die 200 Bewerbungen rum und davon haben sechs, oder sind 26 dann angestellt worden. Mega, einfach großartig. Jetzt, wo du es gerade sagst, vielleicht auch noch interessant zu erwähnen, dass ihr ja in Hannover sitzt und das Ganze vor allem auch regional macht. Das heißt, diese Methode ist ja auch vor allem für die interessant, die sagen, ihnen fällt es vielleicht schwer, über Social auch regional einzuschränken und wirklich nur regional Leute zu erreichen. Das kriegt ihr natürlich mit Print ganz anders abgedeckt, ne? Weil ihr euch ja eigentlich schon fast sicher sein könnt, dass es nur regional eben auch die entsprechende Zielgruppe anspricht. Genau, richtig, ja, stimmt. Ja. Julian, lass uns gerne einmal in einen gesamten Priso-Funnel reinschauen. Und Ja, können wir wir gerne hatten machen. gerade schon gesagt, es ist wahrscheinlich am interessantesten, wenn wir mal mit den Creatives anfangen. Wie sieht so eine Priso-Anzeige aus? Und da würde Ja. ich dir jetzt einfach mal das Wort übergeben. Wenn du magst, kannst du mal deinen entsprechenden Screen öffnen, dann mache ich das hier für alle Ja, ich würde sichtbar. zuerst mal mit der Social Media Anzeige anfangen. Top, dann nehme ich mich mal hier raus und mache dich klein. Na, falsch rum. So, jetzt habe ich dich drin. Genau, das ist hier so eine Social Media Anzeige, wie sie viele wahrscheinlich jetzt auch schon kennen, wenn sie mal mit Perspective gearbeitet haben. Wenn nicht, erkläre ich mal ganz kurz, was wir hier gemacht haben. Also hier oben in der Überschrift, das ist ja quasi der Bereich, den man immer zuerst sieht. Ja. Haben wir erstmal abgefragt, ob man überhaupt Lust hat auf eine neue Herausforderung. Der Job war jetzt nämlich nur als Teilzeit- oder Minijob angeboten und haben dann in den nächsten Absätzen halt immer versucht, die Aufmerksamkeit in der Anzeige zu halten. Das heißt, hier kommt dann so der erste Satz, wo wir sagen, wahrscheinlich kennst du uns sogar schon oder hast unser Produkt schon mal in der Hand gehalten. Das erzeugt natürlich Aufmerksamkeit und Ja, und auch Neugier. persönliche, so eine persönliche Authentizität, genau, Deni. Genau, ja. Und dann sagen wir nur ganz kurz, was das Druckzentrum macht, ne? Also die bringen Nachrichten in Papierform ins Land, indem sie halt Tageszeitungen bei sich auch dann drucken. Und genau, das Ganze machen die schon seit über 100 Jahren. Und da haben wir dann so ein paar Sachen noch reingebracht, wovon man profitiert. Das sind jetzt hier nur 3 Aspekte. Also es ist relativ schmal gehalten, diese Anzeige noch. Ja. Aber wie gesagt, auch einer unserer ersten Versuche. Aber es hat jetzt hier erstmal gereicht. Ich meine, im Nachhinein, das werde ich auch später noch sagen, haben wir da ziemlich viele Learnings draus gezogen. Aber das jetzt erstmal, um zu verstehen, was wir hier gemacht haben. Da ist dann auch das Bild. Was da immer ganz gut funktioniert, ist, wenn man so einen kleinen Störer reinpackt. Das heißt, was suchen wir überhaupt? In welchem Raum? Und wie schnell kann man sich eigentlich bewerben? Ne, das haben wir jetzt hier in nur 2 Minuten bewerben. Das heißt, auch innerhalb der Priso-Methode seid ihr erstmal hingegangen und habt das ganze Social geschalten, um auch für euch ein Gefühl für das Creative zu finden. Genau, wir haben da jetzt erstmal mit ein paar Creatives gearbeitet und haben das erstmal auf Social ausprobiert, einfach zu gucken, was am besten funktioniert.
Das sind jetzt, das bei diesem Versuch waren das noch keine eigenen Bilder, aber da komme ich später auch nochmal drauf. Was wir da rausgezogen haben, das ist jetzt hier, soweit ich mich erinnern kann, sogar noch ein Stockfoto, aber da haben wir ein paar mehr erstmal probiert und dann geguckt, welches am besten davon funktioniert, um die dann auch in die Printanzeige zu packen. Das Also ist dieses ja auch Foto. klasse, klar, natürlich. Wie sollt ihr auch sonst Print überhaupt wie so eine Art AB-Test fahren? Ne? Hier könnt ihr ja Genau. schon besser analysieren, wo ein gewisses Klickvolumen auch vorhanden ist, wo ein Traffic auch entsteht. Klasse. Ja, das ist halt die gute Möglichkeit, die wir da haben, ne, mit Social Media, dass wir einfach genau sehen, welches Bild generiert die größten Klickraten. Und das kann man dann im besten Fall auch für die Printanzeige benutzen, um sozusagen erstmal das vor aufzuwärmen, um zu gucken, ja, wo ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass wir dann auch wirklich treffen mit der Anzeige, genau. Ja, cool. Wie ging es dann weiter? Genau, dann würde ich mal im zweiten Schritt die andere Anzeige zeigen, nämlich die, die dann wirklich gedruckt wurde. Die haben wir dann hier. Das kann man sich so vorstellen, in Tageszeitungen schlüsselt man immer danach auf, wie groß die Anzeige sein soll. Das geht dann nach Spalten und Zentimetergrößen. Also ich bin da auch nicht so hundertprozentig drin, um das jetzt kurz erklären zu können, weil es so viele Möglichkeiten gibt, wie groß man die Anzeige machen kann. Aber im Prinzip, was man hier sieht, ist, dass die vom Aufbau ungefähr gleich ist wie die Social-Media-Anzeige. Einfach daraus geschuldet, dass wenn man die in der Zeitung sieht, man ja eventuell auch Social Media hat und wenn man dann die beiden Anzeigen sieht, die dann auch irgendwie kombinieren kann und sagen kann, oh, die habe ich vielleicht irgendwo schon mal gesehen. Da haben wir jetzt dieses Bild hier auch nochmal genommen und hier ist dieser QR-Code, von dem ich vorher gesprochen habe, mit der dann quasi auch direkt auf den Funnel leitet. Bei der Anzeige hier können wir natürlich nicht so viel Text reinpacken, weil die halt nicht so groß ist und wir da jetzt nicht ein ganzes Tageszeitungsblatt nehmen können. Also könnten wir schon, aber ob man sich das leisten möchte, ist halt die Frage. Und genau, deswegen haben wir hier nur so ein paar Pinpoints erstmal draufgepackt bei unseren ersten Versuchen. Das hat aber schon sehr gut funktioniert, wie gesagt. Ja, da seid ihr einfach Genau, nach das ist dem, so. was am meisten Sinn macht, Prinzip losgegangen, richtig? Also einfach Genau, euch richtig. selber überlegt. Ich meine, ja, da hattet ihr wahrscheinlich noch nicht so viel Erfahrung damit, sondern das war der erste Gedanke, was macht Sinn? Ja, klar, Genau, das klasse. ist so der Anfang der Reise gewesen und dann genau, gucken wir gleich mal, wie das dann so noch weitergegangen ist. Aber ich denke, es ist immer ganz cool zu wissen, wie hat man angefangen, was sind so die ersten Schritte, die man gemacht hat und so sah das Ganze quasi aus. Und es hat ja schon sehr gute Ergebnisse geliefert, denke ich. Tatsächlich? Hat's das? Das bist du, das musst du Ah ja, beantworten. genau, das ist so der nächste Punkt, über den wir dann sprechen können. Genau, also wir haben insgesamt 200, so um die 200, ich glaube, es ist 197 Bewerbungen generiert in diesen 3 Monaten durch diese beiden Systeme, also was wir gerade gesehen haben. Ich mache das hier mal wieder zu. Ja, Genau, genau, einmal und. Social und einmal. Warte, jetzt hole ich dich mal wieder hoch. Ach so, genau. Genau, top. Ja. Genau, einmal, also dadurch haben wir 200 Bewerbungen ungefähr generiert durch Social und Printanzeigen. Durch die Printanzeigen kamen insgesamt 104 Leads rein, also 104 Bewerbungen. Also ungefähr Und die Hälfte. genau, und Social Media waren 87 und den Rest konnte man nicht zuordnen. Also da ging irgendwas schief. Entweder die haben angerufen oder konnten wir halt nicht messen. Also 104 Leads kamen über Print und 97 über Social. Aber was jetzt aus meiner Sicht ganz spannend ist, dass bei den Printanzeigen, also von diesen Bewerbungen wurden 20 eingestellt. Das heißt, da haben wir eine Landungsquote von 19,2% und bei den Social-Anzeigen, bei den Social-Bewerbungen wurden nur 6 eingestellt, also Wow, 7% ungefähr von den ganzen krass, Bewerbungen. ja. Das heißt, und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet damals, als wir diesen Test gefahren haben, dass so viele dann doch über Print kommen, ne? Wo man ja eigentlich sagt, Print ist tot, funktioniert nicht mehr. Ich glaube, dass eher der Bewerbungsprozess tot ist und man gucken muss, dass man den ganzen Prozess einfach so optimiert, dass der vielleicht über alle Kommunikationsmedien auch wirklich einheitlich funktioniert. Und das haben wir halt hier geschafft zu kombinieren. Also Ja. diese Printanzeigen mit den Social-Media-Anzeigen zu kombinieren, genau. Meinst du, dass es auch einen gewissen Erfolgsfaktor ausmacht, dass vielleicht jemand schon die Social-Anzeige gesehen hat und dann Zeitungen liest und sie dann nochmal oder so ähnlich? Du hast ja auch gesagt, ihr nehmt dann das Creative in Print. Ob das was ausmacht, kannst du das irgendwie festmachen oder nicht? Ja, also festmachen konnte ich es noch nicht. Wir haben uns natürlich das auch gefragt, wie rum das sein kann. Oder es hätte ja auch andersrum sein können. Da sind wir gerade da noch bei, auch das rauszufinden. Das ist jetzt nicht allzu leicht, das irgendwie dann zu Na kombinieren klar. oder zu sehen, wie wo fängt die Reise an von dem Bewerber und wo hört sie auf. Ich glaube schon, dass es auf jeden Fall mit reinspielt, aber aus den anderen Anzeigen haben wir halt gesehen,
dass es ähnliche Werte gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ändert sich oder wir haben da ganz andere Ergebnisse gehabt. Ich glaube, es ist auch vielleicht so, dass wenn man in der Printanzeige das sieht, dass man vielleicht eher wirklich auch gewillt ist, eine Bewerbung abzusenden und nicht irgendwie mit anderen Sachen zugeballert wird, wie sage ich jetzt mal auf Social Media, wenn man im Newsfeed ist, dann sieht man ja tausend ablenkende Sachen. Ja, in den Zeitungen hast du auch Anzeigen oder Artikel drin, aber man wird vielleicht nicht so visuell abgelenkt wie jetzt in Social Media. Und ich glaube, dass es vielleicht da auch noch mit reinspielt, dass man vielleicht ein bisschen fokussierter auf diese ganze Sache ist, sich das genauer anguckt, was wird da eigentlich gerade gesucht und dann vielleicht ein bisschen entschlossener an die Sache einfach rangeht. Ich Das ist meine, es ist meine ja auch Theorie. nochmal ein größeres Commitment, wenn ich gerade aktiv am Zeitung oder Anzeigeblatt durchblättern bin und ich beschäftige mich vielleicht mit vor allem mit Informationsaufnahme. Ja, ich lese vielleicht die Nachrichten oder was gerade in meiner Umgebung so passiert, in meiner Region und bin aber auch auf der Jobsuche oder bin daran interessiert, einen Job zu wechseln, aktiv oder passiv, kann ja beides der Fall sein, und sehe dann eine Anzeige und nehme auch aktiv mein Handy und scanne den QR-Code, dann bin ich ja schon in einem anderen Status nochmal, als wenn ich jetzt vor allem passiv im Social Media durch mein Instagram, Facebook oder LinkedIn-Feed scrolle und vor allem mich ja berieseln lasse irgendwo auch. Ne? Das Genau. ist, ich lasse mich ja berieseln und gucke mir vielleicht gerade fünf verschiedene Reels an und habe schon das erste wieder vergessen. Genau. Klicke dann auf eine Anzeige, die ich interessant finde, bin ich schon in einem anderen, da bin ich schon mental in einem anderen Status, das kann ich schon nachvollziehen. Da gibt es vielleicht auch diesen großen Unterschied nochmal zwischen Print und zwischen Social, weil natürlich Social ja vor allem die abholt, die nicht unbedingt aktiv auf einer Jobsuche sind. Das ist ja mehr so ein Interrupt, oh, krass, Jobanzeige, cool. Ach so, ja, könnte ich mir vorstellen. Und Pri von so bringt dann quasi nochmal dieses Commitment irgendwo auch rein, glaube ich. Genau, richtig. Das denke ich halt auch, ja. Ja, das heißt, kannst du also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was vielleicht auch so ein bisschen der Erfolgsfaktor von Priso dann ist. Kannst du das noch an anderen Faktoren festmachen oder wollen wir erstmal vielleicht in den Funnel reinschauen, der dann sich öffnet? Ach so, ja. Ja, können wir machen. Also vielleicht an anderen Faktoren nochmal, was wir auch später noch festgestellt haben, vielleicht mal kurz vorher auch noch wichtig zu erwähnen, wenn wir nochmal kurz bei den Creatives sind. Ja. Was wir dann noch festgestellt haben, ist, dass wenn man sowohl auf Social als auch in Pri, also im Print, echte Fotos nimmt und keine professionellen, sondern wirklich mit dem Handy gerade so welche geschossenen, dass die Ja. viel besser funktionieren. Da habe ich jetzt leider keine Freigabe gekriegt, um die zu zeigen, aber ich kann kurz erzählen. Also es ist einfach wirklich ganz einfach. Man nimmt Angestellte, hält die kurz vor die Linse und zeigt, was die machen. Das Ja. funktioniert. Also da haben wir viel höhere Klickraten gehabt als mit diesen Bildern, die ich gerade gezeigt habe. Und das ist halt auch ein großes Learning. Und genau deswegen fahren wir auch die Methode immer so ein bisschen versetzt, wie wir vorher gesagt haben, dass wir erstmal ausprobieren, welches Bild funktioniert eigentlich am besten und nehmen dann einfach an, dass das im Print ähnlich sein wird. Ja. Das noch kurz dazu zu der ersten Frage. Genau, und ja. Top. Das ist so krass, das höre ich immer wieder. Auch in den Perspective Talks mit Boas hatten wir das zum Beispiel auch schon, dass es erwähnt wurde. Und der Simon Marder von Adbaker hat es auch erwähnt gehabt, als wir über Creatives gesprochen haben, dass das so wichtig ist, dass die Creatives authentisch sind und dass es nicht unbedingt immer Stockfotos sein müssen. Und dass zum Beispiel das auch sinnvoll sein kann. Ich hatte das auch in dem Gastro-Talk mit Thomas und Marco, dass sie sagen, wenn sie mit einem Kunden zusammenarbeiten, ist authentisches Bildmaterial so die Voraussetzung irgendwo. Kann ich dich da fragen, ob ihr die Fotos dann selber macht mit dem Kunden oder wie agiert ihr da? Ja, meistens haben die sogar schon welche. Wenn wir fragen, habt ihr irgendwie Mitarbeiterfotos, dann war es in der Vergangenheit so, dass sie sagen, ja, wir haben da ein paar, die sie uns dann zugeschickt haben. Dann sichten wir die erstmal, gucken, ob das irgendwie passt. Und wenn nicht, dann sagen wir einfach, macht mal einfach kurz ein paar im Querformat, ein paar im Hochformat von euren Mitarbeitern, von der Stelle, die ihr sucht, gerade in Aktion am besten. Dann grinsen sie einmal kurz in die Kamera und das ist echt halt so dann der Gamechanger gewesen. Ja, klasse. Mega coole Insights auf jeden Fall. Dann lass uns doch einmal in den Funnel reingucken, der sich dann beim Scannen vom Genau. QR-Code öffnet. Ich gehe Genau, gerne. einmal auf den Funnel Ja. und nehme uns ins kleine Fensterchen. Mich wieder raus, dich wieder raus. Alright, den Screen können Okay. wir sehen. Genau, das ist der Funnel, auf den dann alle landen, die den QR-Code scannen oder halt auf die Social-Anzeige klicken. Genau, den können wir einfach kurz durchgehen. Ich habe hier oben so einen Fortschrittsbalken noch eingebaut, dass man einfach sieht, wie weit man ist.
Und was wir halt festgestellt haben, ist, dass man, wenn man mit einer möglichst niedrigschwelligen Frage anfängt, also das heißt, die Leute so schnell wie möglich in den Funnel reinholt, dass dann hinten die Absprungraten immer geringer werden. Deswegen fangen wir da noch gar nicht an, mit irgendwie zu sagen, willst du dich bewerben oder nicht, sondern wir fragen immer erstmal, kannst du dir vorstellen, beziehungsweise hast du Lust auf was Neues? Hast du Lust auf so eine neue Herausforderung? Einfach Interesse zu wecken, Genau, und haben halt weiterzugeben. auch festgestellt, man kann ja entweder so Piktogramme nehmen oder echte Bilder, also wie hier zu sehen, die Bilder kann man sich ja auswählen. Das funktioniert bei uns besser, wenn man jetzt da wirklich Gesichter sieht. Deswegen Habt ihr nehmen das wir so. auch, habt ihr da auch das bei verschiedenen, ich sag mal, Job-Offern mal probiert? Also ich meine, wenn wir jetzt hier von einem Produktionshelfer in der Druckerei sprechen, haben wir ja sicherlich auch ein ganz anderes Profil der Zielpersona, als wenn wir jetzt zum Beispiel einen Handwerker in einem kleinen Betrieb suchen, der vielleicht auch irgendwie Meister ist und auf eine ganz andere Erfahrungshistorie zurückblickt. Habt ihr da auch verschiedene Erfahrungen gemacht oder ist das generell eine Erfahrung, die ihr über alle Funnel quer gemacht habt? Ja, wir haben das also durchweg so festgestellt, dass generell eigentlich so Bilder besser funktionieren, also echte Gesichter. Also es gab, ist branchenübergreifend eigentlich gewesen. Top. Ja, cool. Warte, ich will einmal noch kurz die Community daran erinnern. Wenn ihr Fragen habt, Okay. schreibt das gerne in die Comments. Das kommt dann direkt bei uns hier im Interview an und wir können eure Fragen direkt beantworten. Da brauchen wir nicht bis zum Ende warten. Also, falls ihr Feedback oder Fragen habt, rein in den Chat damit. Aber lasst uns einmal weitergehen im Funnel. Genau. Dann habe ich hier nochmal ein paar Fakten reingehauen, also wo, wie, wann, dass man auch wirklich weiß, worum es hier überhaupt geht. Einfach um hinten auch ein bisschen mehr Qualität in den Funnel reinzubringen, also in den Bewerbungen, dass man auch wirklich weiß, wofür man sich hier eingetragen hat, weil es dann doch immer mal wieder Ausreißer gab, wenn man jetzt hier wenig Informationen drin hat, dass Leute einfach mal durchklicken, um zu gucken, was passiert. Und je mehr Infos drauf sind, desto besser werden einfach auch die Bewerbungen hinten. Genau. Dann hier mit ein paar Emojis funktioniert immer ganz gut, was die bieten und was sie suchen. Auch sehr Mit clean vier gehalten, Punkten. ne? Genau, sehr kurz gehalten. Da habe ich dann später auch noch andere Sachen ausprobiert, das Ganze mal länger zu machen. Vielleicht, also im länger meine ich mit mehr Text, das Ganze vielleicht so ein bisschen visueller zu beschreiben. Da hattet ihr ja auch mal jemanden im Talk. Ist schon ein bisschen länger her, der das mal erzählt hat. Das haben wir auch ausprobiert. Das ist auch sehr spannend. Und das ist hier alles noch relativ schlank gehalten, wie gesagt, weil es einer unserer ersten Versuche waren. Deswegen ist es alles hier relativ kurz. Aber worauf ich noch auf jeden Fall hinaus wollte, war, dass man hier nochmal kurz erzählt, wer das Druckzentrum überhaupt ist und was die machen. Und was bei uns immer noch jetzt ganz gut klappt, ist, also erstens nochmal die Frage unten einzubauen, dass ich nicht nochmal hochscrollen muss. Ne, wenn ich mir jetzt die Infos durchgelesen habe, will ich jetzt nicht unbedingt nochmal hoch, beziehungsweise habe ich vielleicht weniger Conversion. Deswegen funktioniert es ganz gut, wenn die Frage hier unten nochmal reinkommt. Genau, und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist hier unten. Wenn du noch mehr über das Druckzentrum erfahren willst, das heißt, was wir festgestellt haben, ist, die meisten denken ja, es funktioniert so, ich sehe eine Anzeige, klick drauf und bewerbe mich direkt. Aber das ist ja meistens nicht die reale Reise des Bewerbers, sondern der guckt sich die Anzeige an und googelt vielleicht auch erstmal nach dem Unternehmen und schaut, wer ist das überhaupt, bevor ich mich da Richtig. jetzt wirklich bewerbe. Ne? Das ist ja wie so ein, wie beim Dating, da sagt man ja auch nicht direkt, ja, ich komme so mit nach Hause und wir machen was zusammen, sondern man lernt sich halt erstmal kennen. Und das haben wir hier auch versucht abzubilden in diesem Funnel. Das heißt, wenn man jetzt mehr über die erfahren will, kann man hier auf Mehr erfahren drücken. Dann kommt man auch auf so eine Unterseite im Funnel selbst. Das heißt, wir leiten hier nicht weg, sondern haben hier quasi noch, kann ich auch mal kurz zeigen, Na klar. haben hier noch eine Seite eingebaut, wo dann nochmal mehr über das Zentrum steht, wo die genau sitzen, was die machen und so weiter. Spannend, ja, cool. Ja. Und wenn ich mir das durchgelesen habe, dann komme ich hier durch den Klick wieder zurück auf die erste Seite. Spannend, mega. Ja, das heißt, ich mache Wenn das halt irgendwo auch optional, ob ich mich informieren möchte oder nicht. Ne? Das haben wir genau. ja auch in vielen anderen Funnels und auch zum Beispiel im Experience Recruiting Template ist es ja so, dass wir das quasi direkt als zweite Seite eingebaut haben, so als jetzt mehr erfahren und dann komme ich erstmal auf die zweite Seite und ihr macht es hier optional. Das finde ich Genau, wir sehr lassen da spannend. die Freiheiten dann quasi komplett offen. Hat sehr gut funktioniert. Ja, genau. Top. Dann Dann lass uns sonst. weitergehen. Genau, sonst ist die Seite immer gleich, nur die Fragen ändern sich jetzt hier. Das heißt, die Seite habe ich immer identisch aufgebaut, nur die Fragen ändern sich. Deswegen zeige ich jetzt hier die Seiten nicht, sondern ich kann ja nur mal die Fragen noch zeigen. Da ist, was wir anbieten, also entweder Minijob oder Teilzeit, dass man sich das mal aussucht. Das war halt dem Kunden wichtig, dass er gesagt hat, das möchte er gerne wissen vom Bewerber, wofür interessiert er sich. Und hier auch diese Frage, wie viel, oder hat man vielleicht überhaupt schon Erfahrung als Produktionshelfer, weil die, wie gesagt, die haben auch Quereinsteiger gesucht, aber die wollten natürlich vorher trotzdem wissen, haben die Gibt schon es das Erfahrung schon, oder ja. nicht?
Genau, und dann haben wir nochmal gefragt im vierten Schritt, ab wann man starten kann. Super. Das Ja, ist na ja auch klar, immer. auch immer gut als Erwartungshaltung, ne? Genau, Zu auch hier immer wissen. mit den Bildern irgendwie, das finde ich ganz witzig hier mit der Rakete und dem Auto, Ja. wie schnell man sich halt quasi bewerben kann. Genau, und im letzten Schritt geht es dann darum, sich einzutragen. Das heißt, hier werden nochmal die Kontaktdaten abgefragt. Und ja, was ich halt festgestellt habe, weil ich denke, je besser man sich in den Bewerber reinversetzen kann, desto besser werden auch die Ergebnisse bei den Bewerbungen. Und viele fragen sich ja immer so in Sachen des Datenschutzes, was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt hier auf Abschicken klicke? Also wo Ja. landen meine Namen, Daten und also E-Mail, Telefonnummer? Und deswegen habe ich hier unten nochmal so ein kleines, ja, Next Steps. Modell sozusagen, genau, Next Steps eingebaut. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt auf Absenden klicke oder Abschicken? Ja. Dass der Bewerber dann auch ganz genau weiß, wie es weitergeht. Finde ich auch sehr insightful. Ich glaube, das ist auch ein Tipp, den wir schon häufiger gegeben haben, den ich aber nicht in vielen Funnels sehe, auch wenn wir neue Mitglieder in der Community haben und da viel gepostet wird. Ich glaube, das ist was, was sich vor allem zu testen lohnt. Das ist ein super Tipp, den du hier gibst, denn das ist einfach umgesetzt, das schafft Transparenz und wäre auf jeden Fall ein testbares Element für die Optimierung eurer Funnels. Also selbst unabhängig von Priso ist das definitiv etwas, was sich getestet gehört in euren, auf euren Opt-in-Seiten und vielleicht auch schon auf der Seite vorher, je nachdem, wie eure Funnel, euer Funnel aufgebaut ist und vielleicht auch, was das Ziel ist, ne? Das ist auch ein Tipp, den kannst du unabhängig vom Recruiting nutzen. Ist auch Ja, für genau. die Termingenerierung, Lead-Generierung interessant, auch wenn ich mich vielleicht für ein Freebie eintragen kann, ist das sicherlich auch etwas, was Transparenz schafft und hey, was passiert mit meinen Daten? Ja, definitiv. Also würde ich auch nicht darauf verzichten mehr. Ne? Mega Genau. cool. Also ist Ja, das das. sicherlich auch irgendwo ein Erfolgsfaktor eurer Funnels. Genau, richtig. Ja, Top. soweit der Funnel erstmal an sich. Das heißt, auf der Danke-Seite ist dann auch nur noch einfach Ach Danke so. erwähnt. Ja, genau, da passiert nichts Großartiges mehr. Dann Ja. wird sich die Bewerbung noch angesehen. Da haben wir jetzt nichts weiter eingebaut gehabt. Kann ich dich fragen, wie der Prozess danach bei euch aussieht? Also liegt die Bewerberqualifizierung bei euch oder lasst ihr das komplett beim Kunden? Ja, wir machen das nicht selber. Wir senden die Leads quasi automatisiert direkt an den Kunden. Das hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert. Wir haben aber auch zum Teil schon, oder beziehungsweise wir geben immer mit, grob, wie man weiter vorgehen sollte als Beratung sozusagen. Also was wir machen würden, womit wir gute Erfahrungen gemacht haben. Ja. Dazu zählt unter anderem, dass die Bewerber innerhalb der ersten 48 Stunden kontaktiert werden sollten. Und das auch im besten Fall per Telefon, weil es einfach Klar, persönlich. natürlich, um auch irgendwo die Persönlichkeit zu wahren, ne? Und auch Genau. Feedback einfach zu geben. Ja, genau. Und dann sagen wir noch, was man vielleicht ungefähr am Telefon zu sagen hat, dass die nicht direkt wieder auflegen, aber das wissen die meisten ja schon. Aber wir machen das selber nicht mehr. Ja, spannend. Da gibt es ja auch verschiedene Modelle für, vor allem für Agentura oder für Freelancer, die da mit Recruiting als Business arbeiten. Was mich noch interessieren würde, auch weil von der Community kamen jetzt noch keine Nachfragen, aber ich denke, das ist etwas, was viele interessiert. Habt ihr Erfahrungswerte für welche Branchen und vielleicht auch direkt Berufe Priso am besten funktioniert? Also dadurch, dass das so branchenübergreifend ist bis jetzt aktuell, also wir sind da echt von Handwerker bis Apotheker sozusagen unterwegs, können wir gar nicht sagen, wo es am besten funktioniert. Bis jetzt hat es immer Bewerbungen eingebracht und bis jetzt konnten wir eigentlich auch immer, wobei es gab einen Fall, wo wir es mal getestet haben mit weniger Creatives und da haben wir die Stelle nicht besetzt, aber ansonsten wurde mindestens eine Neueinstellung gab es quasi immer. Überprint dann an der Ja, über Stelle. beides, also. Genau, eins von beiden. Es Aber ist ich. auch gut, wenn ihr sagen könnt, ihr wart bisher einfach immer erfolgreich. Ja, also wie gesagt, bis auf einen Fall, aber da haben wir auch noch ein bisschen beim Prozess eine Verschlankung eingebaut. Aber sonst hat es bis jetzt immer funktioniert, genau. Aber ich kann nicht Mega. sagen, dass es da in der Branche besser funktioniert als woanders. Ja. Also das habe ich jetzt nicht. Ich sehe, dass eine Frage reingekommen ist, die lese ich dir kurz vor. Ja. Hey, kannst du was zu deinen Konvertierungsraten sagen und vielleicht auch, welche Optimierungsmaßnahmen ihr vorgenommen habt, beziehungsweise wie und was fangt ihr an zu optimieren? Konvertierungsraten und Optimierung. Ja, also Konvertierungsraten hatte ich ja vorher schon gesagt, wie viel von den Bewerbern dann wirklich konvertiert sind in Einstellungen. Kann ich aber nochmal sagen, dass bei Print waren es ungefähr jeder Fünfte, der sich beworben hat, wurde auch angestellt und bei Social waren es 7%, also ein bisschen weniger. Ansonsten hat man ja relativ viele Möglichkeiten immer zu messen. Wir gucken immer zuerst,
wie viele von denen, die auf den Funnel kommen, gehen wirklich auf die zweite Seite. Das heißt, wie viele klicken darauf, dass sie Lust haben auf was Neues oder Lust haben auf diesen Job. Wenn wir merken, das passt nicht, also wenn da so die Prozentzahlen, sage ich mal, unter 10% sind, dann stimmt irgendwas mit unserem Wertversprechen nicht. Dann haben wir irgendwas auf dem Funnel falsch. Aber das haben wir eigentlich so, ja, hingekriegt, dass es meistens funktioniert. Und dann gucke ich im zweiten Schritt immer, wie die Werbeanzeigen bei Social funktionieren. Das heißt, wie viel klicken drauf. Ja. Genau. Und bei Print können wir nicht so viel messen. Da können wir nur gucken, wie viel kommen drauf und bewerben sich da. Richtig. Das heißt, ihr könnt es ja schon differenzieren zwischen Social und Print, Das auf jeden aber Fall, ja, die genau. Learnings an Und, der Stelle. mit dem UTM-Parameter, das heißt, falls das jetzt jemand nicht sagt, man kann im Link oben noch was hinzufügen, dass man sieht, woher kommt der Besucher auf dem Funnel. Also ist der jetzt durch die Printanzeige gekommen, hat er den QR-Code gescannt oder kam der über Social oder woanders halt her. Richtig. Ja, das machen wir selber auch so, auch ich sag mal jetzt nur Social und da entsprechend plattformübergreifend. Also wir sehen genau, ob jemand über Facebook kam oder über YouTube oder so, also wenn wir einen Funnel da laufen haben. Und für diejenigen, für die das vielleicht auch noch ein bisschen zu komplex ist, mit UTM-Parametern zu arbeiten, weil sie gerade erst anfangen, man kann einen Funnel auch einfach duplizieren und den einen dann für Print nutzen, den einen für Social. So habe ich das jahrelang im Online-Marketing gemacht, Ah, stimmt, ja, guter bevor Tipp. Tracking eigentlich kam, ne? Also bevor Tracking Ja. auch für mich so richtig auf die Bildfläche gerückt ist. Und so habe ich dann damals, ich hatte Funnels für alles. Ich hatte einen Facebook-Funnel, einen YouTube-Funnel und dann habe ich sogar noch, ja, da nochmal differenziert. Also das ist dann auch eine Möglichkeit. Also da danke für die Frage auf jeden Fall. Falls jetzt noch mehr Fragen da sind, dann immer gerne in den Chat damit. Ich mache das mal wieder zu, dann sehe ich dich auch wieder. Yes, ich mache uns mal beide groß wieder. Genau. Ja. Vielleicht auch da nochmal eine Frage von meiner Seite. Ihr agiert mit der Matzak ja vor allem regional. Das heißt, ihr arbeitet vor allem auch mit Unternehmen oder generell nur mit Unternehmen im Raum Hannover? Genau, richtig, weil jeder dieser Tageszeitungen bzw. diese Verlagsgesellschaft, da hat jeder sozusagen seinen kleinen eigenen Bereich oder großen Bereich, je nachdem, wo man ist. Und wir hier in Hannover haben quasi den Bereich Hannover und Umgebung. Das heißt, Priso oder diese Methode, die wir jetzt vorgestellt haben, Priso, die machen wir vor allem hier auch in Hannover Ja, und spannend. Umgebung, rund so 20, 30 Kilometer Umkreis, genau. Das heißt, an alle Unternehmer, die vielleicht jetzt auch dabei sind oder Marketer im Raum Hannover, die Priso gerne mal testen wollen würden, dann sind sie bei dir auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Genau, richtig. Könnt ihr mir einfach schreiben, entweder bei LinkedIn oder hier auf Facebook. Wird dann ja noch verlinkt Verlinkt, wahrscheinlich. genau. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Da können wir das auch nochmal erwähnen, dass wir natürlich alle Infos zu Julian, dem Sharing-Funnel und Julian arbeitet auch noch an einem coolen PDF für alle zur Genau. Preso-Methode, dass wir das natürlich überall verlinken werden, sobald der Talk auch auf YouTube online geht. Darum geben wir natürlich dir noch alle Zeit, die du brauchst, um dein PDF fertigzustellen. Danke auf jeden Fall an dieser Stelle an dich. Ich Ja, sehe, es ist noch eine Frage reingekommen. Und zwar, gerne. hallo zusammen. Arbeitet ihr mit Videos als creative oder übergreifend mit Bildern? Ja. Wir arbeiten überwiegend mit Bildern, haben aber auch Videos getestet. Also gerade bei Social Media, im Print ist es ja schwierig mit Video. Ja. Aber da laden wir eigentlich immer so drei, vier Bilder hoch und wenn wir ein Video haben, auch noch ein Video und haben auch festgestellt, dass tatsächlich bei den Videos häufiger auch die mehr Klickraten einfach da sind bei Bewegtbildern bei Klar. uns bis jetzt. Ja. Aber wir haben es jetzt noch nicht als Standard, dass wir sagen, wir nehmen immer ein Video, weil bis jetzt reicht es auch immer Bilder zu haben. Aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, immer mit, wenn möglich, mit reinzupacken, weil es einfach viele Leute einfach mehr anspricht, so ein Video, als jetzt ein Bild vielleicht einfach nur. Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich da immer so ein bisschen eine Variation reinzubringen einfach. Gerade auch für den Algorithmus bei Facebook, ne? Also wenn man da so drei, vier Bilder hochlädt und sagt, nimm mal das, was am besten funktioniert. Diese Maschine funktioniert ja sehr gut. Oder Meta, Ja. muss man ja jetzt sagen. Ja, also ich empfehle immer Videos, wenn es geht, aber ist nicht zwingend notwendig. Ja. Ja, da muss man natürlich unterscheiden zwischen Priso und Social an der Stelle, ne? Also, Ja. ja, aber ich höre Wobei das es auch. auch möglich ist, noch vielleicht als Ergänzung bei bei Pri, manche haben ja auch bei den Tageszeitungen ein Plus-Abo und dann haben sie sozusagen auch eine digitale Zeitung, vielleicht auf dem Tablet oder auf dem Handy. Und da können wir dann auch diese Anzeigen natürlich wieder digital machen und da würde es mit Videos auch wieder gehen. Oh, das eröffnet ja nochmal mehr Möglichkeiten. Genau. Das ist auch sehr spannend. Mega spannend. Ja. Natürlich auch, dass ich da Priso irgendwie vielleicht auch digital so ausweiten Genau, könnte auf Online-Magazine und so weiter. Ne? Je nachdem, vielleicht auch wen ich erreichen möchte, wenn ich vielleicht jemanden suche, der als
Copywriter bei mir anfängt, dann ist es vielleicht auch interessant, auf entsprechende Zeitschriften oder Informationsmedien zu gehen und da Anzeigen zu schalten. Ja, definitiv. Da sind echt viele Möglichkeiten noch offen, was das Springt. angeht. Mega cool. Julian, ich danke dir für deine Zeit, für diesen coolen Talk mit dir, für das Vorstellen deiner Preso-Methode. Ja, gerne. Ich möchte auf jeden Fall noch der Community mitgeben, was wir eben schon gesagt haben, dass dein Freebie und auch der Sharing Funnel, dass du den später noch mit der Community teilst. Das Genau. kommt auf jeden Fall. Ich höre schon, in dem Chat steht schon dabei, alles klar, vielen Dank, sehr cooler Input. Ich habe jetzt einiges zu testen und das finde Ja, ich sehr gut. großartig. Das ist schon mal gut. Ja, genau. Alle Fragen aus der Community sind beantwortet. Von daher, Julian, danke, dass du dabei warst. Viele coole Einblicke auch da in einen neuen Teil des 18.9 Social Recruitings, der für viele sicherlich auch noch neue Türen öffnet. Mir hat es mega viel Spaß gemacht mit dir heute. Gebt uns gerne mal einen Daumen hoch im Chat, wenn ihr es cool fandet heute. Und ihr erreicht Julian auch in der Community, habe ich gesehen, dass du da auch immer mal wieder aktiv bist. Und Genau. ja. Ja, danke für die Einladung und die Möglichkeit. Hat Spaß gemacht. Und ja, weiter testen und messen. So sieht's aus. Auf jeden Fall. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen heute im Live. Ihr findet die Aufzeichnung dann nächste Woche auch bei YouTube, natürlich weiterhin hier in der Community. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich grüße aus München. Julian, du grüßt aus Hannover, richtig? Genau, richtig. Grüße aus Hannover. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Ja.